Ich habe jetzt kurz auf Pause gedrückt. Das macht jetzt, bis das alles durch ist. Und wie ich das dann rausnehme zum Schluss, das zeige ich euch auch noch. Aber so lange will ich das Netzvideo machen. Und wenn man dann Staubsauger herkriegt, wird man aber irgendwann auch Absaugung bauen, weil das ein bisschen mühsam ist. Aber es macht mir noch nichts aus und da sauge ich das jetzt weg. Und weiter geht's. Wir sind da jetzt schon durch. Hat eine Runde dann noch. Jetzt muss ich bei der Katze aufpassen. Fahre nochmal durch und jetzt ist sicher durch dann. Hier haben wir auch schon das Zypriot. Wenn man es jetzt nicht gescheit hält, dann kann sie sich bei so einer Ecke einfach fangen. Ich nenne das eine Geburt der Katze. Oder was für Fisch das gerade ist. Ich werde euch nachher sagen, wo ist die Viecher, dass ich schon gemacht habe. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass schon wach ist. Gut halten. Das ist schon komplett durch. Das liegt ja, das ist ein bisschen höher, das kommt von den Kolben, also der Lederpistolen, über viel aufgeklebt. Ich lasse jetzt ein bisschen daher vorne, gehe auf Pause und dann kann ich es ausheben. Lass es zupfen, sechste Katze wackelt dann, oder so ein kleines Straßenträger, das ist ein bisschen raus daheben. So, meine Katze ist geboren. Schwerdl natürlich auch. Wendel und Katze. Ganz fest geworden. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen helfen können. Die Platten tue ich natürlich wieder runter. Dass wir wieder bei der Opferplatten sind. Das ist jetzt so clever. Wieder alles putzen. Das geht relativ leicht, aber dann mit einem Messer. Oder Klebepistolen. Und das ist, wie gesagt, eben die Opferplatten. Man sieht hier auf der Katze noch, wo er halt ein bisschen durchdreht. Ne? Dadurch hat man Opferplatten, die man dann von Zeit zu Zeit wieder weg hat. Weil
ohne Opferplatten würde man ja die Hauptplatten, da was da unten ist, einfach kaputt machen. Ne? Das geht ganz leicht sicher. So, und dann das Putzen sagen und dann kann man schon wieder die nächste Figur machen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und seid ihr so zufrieden. Muss man es einmal ein bisschen erwischen, dass man schön sieht, wie schön das die eigentlich ist. So. Tolle Katze, gell? Macht wirklich Spaß und ist ein tolles, tolles, tolles Gerät. Der Link von der Millimil, wo ihr es kriegt, ist natürlich eh dann auf der Homepage. Und ich werde jetzt lauter Videos machen, wie man alles einzeln macht.